Die rote Linse ist eine der sehr gerne verwendeten Sorten in der heimischen Küche. Rote Linsen sind geschält und haben eine kurze Kochzeit. Besonders beliebt ist die rote Linse bei Vegetariern oder Veganern, denn sie bietet einen hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß und dient somit als Fleischersatz. Optimal auch für den Muskelaufbau wird sie gerne als Fitnessfood bezeichnet. Allergiker erfreut es, dass die Linsen glutenfrei sind und als alternative Kohlenhydratquelle verwendet werden kann. Auch Schwangere können sich an der roten Linse bedienen, denn der hohe Folsäuregehalt wirkt sich positiv aus. Ja, woher kommt die rote Linse eigentlich? Die rote Linse wird in der ganzen Welt angebaut, aber hauptsächlich in Indien und auch in Gebieten wie der Türkei oder Ägypten. Wandervölker brachten sie schon vor Jahrtausenden nach Mitteleuropa. Wir finden die rote Linse einfach super. Egal ob für Linseneintopf, Linsensalat oder als Beilage, oft auch püriert, ist sie ein echtes Superfood. Wenn ihr noch mehr Infos zur roten Linse haben wollt, dann schaut doch gerne auch mal auf unserer Webseite vorbei. Den Link findet ihr unter dem Video. Wir wünschen euch nun guten Appetit.